Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es ist mal wieder soweit. Wir fahren mal wieder nach Sylt. Gefühlt ist es, glaube ich, der 100. Roadtrip hier mit dem Model S auf die Insel. Aber diesmal bei wahnsinnig schönem Wetter. Es ist strahlend blauer Himmel und die nächsten 5 Tage ist das auch so angesagt. Das heißt, wir werden richtig geiles Wetter auf der Insel haben. Ja, wir fahren mit dem Model S, diesmal ohne Dachbox, weil wir bei dem sommerlichen Wetter nicht so viel Gepäck dabei haben. Meile ist natürlich wieder im Kofferraum, ganz klar. Die restlichen Reisetaschen und Jacken und Täschchen und so sind im Auto in den Frunks und Trunks verstaut. Das passt schon. Und wir fahren theoretisch durch, aber wie immer machen wir eine kurze Pause in Busdorf, essen was und da laden wir natürlich noch ein bisschen nach, weil da auch ein Supercharger ist. Das ist halt sehr praktisch. Und für alle, die die Insel lieben, die Hunde, Autos, Strand, Wellen, Sonne und schöne Bilder lieben, das wird wieder ein super schönes Roadtrip-Video, also unbedingt dranbleiben. Ja, mittlerweile ist das irgendwie Gewohnheit. Ich fahre nicht mehr selbst, sondern ich werde gefahren. Navigiere zum Supercharger Busdorf. So, wir fahren jetzt erstmal nach Busdorf. Das sind 2,5 Stunden von hier, 230 Kilometer. Wir haben jetzt noch, was haben wir im Akku, Luca? Wie viel Prozent? 96%. Und wir kommen mit 41% an. Boah, es ist so Wahnsinn, was für eine Reichweite hier dieser Wagen hat. Aber wir machen dort traditionsgemäß immer eine Mittagspause. Myla kann ein bisschen was fressen, kann ein bisschen Gassi gehen. Und nach 2,5 Stunden finde ich, ist es auch angemessen. Ja, Luca fährt und ich genieße die Tour. Ja, jetzt sind wir schon so früh losgefahren. Es ist noch nicht mal 9:30 Uhr. Also man kann natürlich noch früher losfahren, aber wir wollten es ja auch nicht zu hektisch angehen lassen. Und trotzdem haben wir jetzt hier vom Elbtunnel schon Stau. Und nach dem Elbtunnel ist auch noch mal eine Baustelle. Hier. Jetzt rechts halten. Da ist auch noch mal Stau. Ah je. Naja, es wird ja lustig. Leute, das genieße ich ja auch so am Tesla fahren, gerade auch hier im Model S. Wenn ich mal eben wissen will, ja, wie wird denn jetzt das Wetter auf Sylt? Ne? Nehmen wir einen Browser. Da ist Wetter online und guckt euch an, wie schnell das geht, ja? Und das Zoomen. Also das ist alles wie auf dem iPad, also ohne Zeitverzögerung. Und das hier im Auto, ja, ich habe hier ja auch nur die normale Mobilfunk-Konnektivität drin, die ist aber ja hier eingebaut in dem Auto. Und selbst dann, wenn ich mit meinem Handy so gut wie keinen Empfang habe, habe ich hier im Auto immer noch gute Konnektivität. Also ich weiß nicht, mit welchem Anbieter die das machen. Aber irgendwie ist die Verbindung hier immer deutlich besser als zum Beispiel mit meinem iPhone. Das ist schon cool. Ja, Luca und ich haben gerade die Plätze getauscht, weil wir kurz davor sind, in Stau zu kommen. Und mein Sohn hat keine Lust darauf, im Stau zu fahren. Kann ich auch verstehen. Dann mache ich das eben. Ich fahre sowieso gerne, egal wo und wie und wann. Also haben wir jetzt Fahrerwechsel gemacht. So, und wir fahren jetzt auch einen kleinen Umweg, weil das Navi eine alternative Strecke vorgeschlagen hat, wo wir angeblich 17 Minuten sparen. Darum fahren wir dann irgendwie eine Stop-and-Go-Strecke auf der A1. Ja, ich weiß nicht, was da wieder, kann nur ein Unfall passiert sein, weil da ist eigentlich freie Strecke. Das ist nicht mal vom Elbtunnel direkt, das ist irgendwo auf der Strecke. Da muss ein Unfall passiert sein. Ja, fahren wir also die Umwegstrecke und hoffen, dass wir nicht zu lange da stehen. Und vom Elbtunnel ist ja auch noch mal rot. Wobei, da ist besser geworden, sehe ich gerade. Ja, aber die anderen alle... Das ist jetzt besser geworden hier. Das nur auf der anderen Fahrbahn. Ist die Fahrbahn. Die Seite ist gesperrt wegen Polizeieinsatz, warum auch immer. Oh ey, ist schon so viel los und die Baustelle hier vorne ist wieder weg, ne? Ja. Ja, ja. Ja, das ist wieder weg. Dann haben wir nur das eine Teil. Okay, Staus kommen und gehen und mal sehen. Boah, Elefantenrennen. Hallo. Oh, jetzt macht der auch noch. Ich fass es nicht. Also so entstehen Staus, Leute. So entstehen die Staus. Ja, bis Flensburg hat er ihn. Er fährt, glaube ich, 0,1 km/h schneller hier.
So, Schwitzomat, wir haben den Stau umfahren, Elbtunnel passiert, auch ohne Stau. Also jetzt läuft es eigentlich recht flüssig. Ich fahre jetzt noch an Schnellsen vorbei hier. Da ist auch mal ein bisschen zäher. Aber bis Bußdorf ist jetzt hier nichts mehr an Verkehrsbehinderung angezeigt. Das heißt, wir kommen an in knapp einer Stunde. Haben noch 110 Kilometer vor uns. Mit 46% kommen wir an. Aktuell haben wir noch 71%. Mal kurz mal gucken. Was sagt denn der Trip? Was haben wir verbraucht? 16 Kilowattstunden. Leute, 16 Kilowattstunden verbraucht. Leute, seit dem letzten Software-Update hier bei Tesla, da wird nicht nur angezeigt, dass es jetzt 24 freie Stalls gibt in Bußdorf, sondern hier oben stand jetzt tatsächlich, dass gerade zwei Teslas unterwegs zum Supercharger sind. Einer davon bin ich. Okay, wenn 25 Stalls frei sind, ist es natürlich kein Problem. Wenn aber nur noch ein Stall frei sein sollte, dann weißt du, dass du vielleicht ein bisschen Gas geben musst, damit du der Erste bist. Also das ist ja richtig geil, muss ich sagen. So, Leute, wir waren beim Burger King ein bisschen was essen. Ich habe aber auch noch ein Brötchen gegessen. Meile hat auch was gefressen. Ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert? 24 Minuten insgesamt. Wir sind jetzt wieder bei 90%. Haben also ohne Ende Saft auch noch für die nächsten Tage auf der Insel. Und jetzt geht es Richtung Autoverladung. Wartezeit hoffentlich nicht zu lang. Ich habe das letzte, was ich gehört habe, war irgendwie so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. So, wir sind jetzt bei der Autoverladung. Wir konnten so auf die Spur fahren, ohne Wartezeit. Aber ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Die Deutsche Bahn hat sich wieder irgendwie ein Highlight einfallen lassen. Jetzt haben sie hier bei den drei Spuren, die es hier gibt, zwischen Spur 1 und Spur 2 eine Leitplanke gebaut. Und wenn man jetzt in diesen zwei Spuren steht, dann muss man so dicht aneinander fahren, dass man hier nicht mehr aussteigen kann. Man ist im Auto eingeschlossen im Prinzip. Also ich könnte jetzt hier aussteigen, weil ich hier eine Lücke habe zwischen den Autos. Aber Nasilla auf ihrer Seite, keine Chance. So, jetzt ist es kurz nach drei. Wir sind hier in unserer Wohnung angekommen, in Rantum, wo wir uns immer einquartieren. Das machen wir auch schon seit über 20 Jahren. Das ist auch richtig geil hier direkt an der Düne. Man kann quasi über die Düne direkt zum Strand laufen, wenn es nicht verboten wäre. Früher durfte man das übrigens, aber jetzt ist da ein Schild Naturschutzgebiet betreten verboten. Deswegen müssen wir jetzt immer außen rum, ist aber auch kein Problem. Und das machen wir jetzt nämlich als Erstes. Wir haben kurz ausgepackt und jetzt geht's mit Myla an den Strand. Die freut sich schon wie Bolle und nicht nur der Hund, sondern auch wir. Und ich sage euch, das duftet hier nach Heckenrosen. Das ist einfach immer zu geil um diese Jahreszeit. So ganz süßlich, blumiger Duft. Ja, Myla weiß schon, wo es lang geht. Jetzt natürlich noch ein schönes Sandbad. Oder Sindbad. Nee, Sandbad. Leute, wir haben jetzt ja Hochsaison. Es ist Pfingsten. Oder besser gesagt kurz vor Pfingsten.
Aber die Insel, die ist halt so weitläufig und wenn du da irgendwo in Rantum zum Beispiel hier an den Strand gehst, ist es total leer. Ne? Du musst ja nicht die Hotspots nehmen, so Westerland oder Kampen oder so oder Hörnum da unten, sondern einfach irgendwo an den Strand. Hier ist ja auch der Hundestrand tatsächlich der offizielle. Und hier sind irgendwie 10 People oder so. Also es ist so geil. Vor allem auch jetzt heute mit dem Wetter. Fast schon Karibik-Feeling. Oder was meinst du, Luca? Karibik-Feeling? Jo. Da war er aber gerade sehr gesprächig. So viel sagt er sonst nie. Nee, Myla, du bist jetzt paniert. Geh mal weg. Geh weg. Geh weg. Nicht schütteln jetzt. Und den Abend haben wir dann bei Gosch in Wenningstedt ausklingen lassen und dann die Abendstimmung genossen und es war wirklich einfach nur traumhaft. Leute, gestern war ein super schöner Tag. Es war wirklich fantastisch und der Sonnenuntergang, also ihr habt es ja gesehen, der Hammer. Jetzt fahren wir wieder natürlich nach Westerland erstmal, machen ein bisschen die Gegend unsicher. Vielleicht gehen wir ein bisschen shoppen. Wir haben ja Zeit und die Läden sind natürlich alle offen. Wetter ist wieder traumhaft und so bleibt das die ganze Zeit. Also wir können unser Glück echt kaum fassen, weil bei so einem Wetter, da ist die Insel einfach wirklich ein Traum. Und naja, nicht nur für uns, auch für Myla natürlich. Die badet die ganze Zeit und wälzt sich im Sand. Und ich glaube, die ist total gut drauf. Fällt dann abends immer völlig tot um und pennt bis morgens durch, rührt sich kein Millimeter. Ja, das macht den Hund müde und das macht natürlich auch uns müde. Ich sag euch, wir schlafen hier immer irgendwie wie die Babys. Naja, jetzt geht's erstmal los und ich kann euch sagen, Sonnenschutz ist angesagt. Ich habe mir noch extra ein Käppi gekauft und natürlich Sonnencreme, weil die Sonne, die strahlt hier doch ganz schön mit einem ziemlich hohen UV-Index. Und wir sind wahrscheinlich wieder den ganzen Tag draußen. Aber wir gucken mal, was wir machen. Wir lassen uns einfach so ein bisschen treiben und ja, genießen den Tag. Und Leute, hier im Urlaub auf Sylt, da laufen wir doch ziemlich viel rum. Also so 10 Kilometer am Tag ist überhaupt gar kein Problem. Und deswegen haben Nasilla und ich uns ein paar coole neue Schuhe gegönnt. Also super leichte Sommerschuhe. Und die muss ich euch eben unbedingt noch mal zeigen, denn die sind wirklich klasse. Die Schuhe sind von Gießwein. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Hersteller kennt. Gießwein ist ein Familienunternehmen aus Österreich und die stellen ihre Produkte überwiegend aus Naturmaterialien her. Und zwar mit der Wolle vom Merino-Schaf. Diese Merino Runners, die ich und Nasilla uns beide gegönnt haben, sind extrem angenehm, das kann ich euch sagen. Und für mich besonders wichtig, laut Gießwein ist die Wolle ausschließlich unter hohen ethischen Standards und ohne Tierleid geschoren und kommt ausschließlich von Kleinfarmern und nicht aus irgendwelcher Massentierhaltung. Und was wirklich klasse ist, die Schuhe verhindern durch ihre Luftdurchlässigkeit, gerade jetzt, wo es doch relativ warm ist, schwitzige Füße. Und gerade hier am Strand, da laufe ich meist ohne Socken rum und da fühlen sich die Schuhe so unglaublich leicht und angenehm auf der Haut an. Eigentlich als würde man auf einer Wolke laufen und dabei sind die auch noch sehr pflegeleicht und maschinenwaschbar. Neben den Merino Runners bietet Gießwein übrigens auch noch Eco-Ballerinas, Hausschuhe, vegane Schuhe und Bekleidung aus Biobaumwolle an. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das nur als kleiner Tipp für den Sommer für euch und mit dem Code ELECTRIC20, da erhaltet ihr bei Gießwein 20% Rabatt auf alle Produkte. Also schaut da gerne mal rein. Zum Angebot kommt ihr über den Link hier unten in der Videobeschreibung. Leute, hier an der Shell-Tankstelle in Westerland sind die 150 kW-Lader, die zwei, endlich wieder online. Die waren nämlich Silvester, wo wir zuletzt hier waren, beide offline. Und ja, jetzt sind sie scheinbar wieder on. Da lädt auch ein Q4 gerade. Jo, und natürlich, wir stehen hier gerade nur, aber nur für dieses Video, weil wir müssen nicht laden. Wir haben 80%. Ja, also auf jeden Fall positiv hier auf der Insel. Ladeinfrastruktur, auch Schnellladeinfrastruktur ist ja momentan weniger ein Problem, weil es gibt ja auch noch Ionity in Wenningstedt und hier in Westerland gibt es auch noch 250 kW. Und da muss man sich keine Sorgen machen mit dem E-Auto. Es gibt aber jetzt im Moment im Sommer hier zu Pfingsten nicht so viele, muss ich sagen. Da habe ich im Winter echt mehr gesehen. In Westerland ist zu Pfingsten traditionell ein Surf-Weltcup. Dieses Jahr ist es der California Surf-Weltcup. Und ja, California, da gibt es natürlich dementsprechend ganz viele VW Californias, unter anderem auch diverse ID.Buzz-Modelle, unter anderem auch der hier. Leute, ich stehe jetzt hier bei dem neuen ID.Buzz, beziehungsweise der neue ID.Buzz ist es gar nicht, sondern das ist das Azubi-Projekt von den Volkswagen-Azubis. Du bist Pascal? Genau. Was habt ihr hier gemacht? Erzähl mal. Ja genau, wir haben dieses Fahrzeug, die Idee war, dieses Fahrzeug noch nachhaltiger zu machen als ohnehin schon. Was heißt jetzt hier nachhaltiger? Inwiefern? Nachhaltiger heißt, wir haben ja natürlich die ganzen Materialien, die
benutzt werden, sowas wie Kunstleder, was wir vorher schon hatten, die haben wir auch teilweise noch mehr aufgewertet, noch ein recycelbareres Material zum Beispiel genutzt. Also nachhaltig bezieht sich hauptsächlich auf den Innenraum, sagst du, oder geht es auch um das Fahrzeuggesamtkonzept? Auch das Fahrzeuggesamtkonzept. Wir haben auch zum Beispiel das, sieht man hier vorne, den Bereich Felgen. Und da sind Holzapplikationen drin. Genau. Das ist aber jetzt nur für das Showcar, oder? Das kann man nicht wirklich in Serie so bauen, oder? Die Frage ist, wie sich das Holz so auf der Straße dann macht nach ein paar Jahren. Ne? Genau. Aber im Innenraum habt ihr ganz tolle Sachen aus Holz und auch hier die Dachreling ist aus Holz, sehe ich gerade. Und ihr habt eine Solarfolie verklebt, sehe ich das richtig oder ist das eine optische Täuschung von hier oben? Nee, das ist richtig. Wir haben ein Solardach einmal aufgebaut. Das ist auch mit der Dachreling, rechts und links ist das fixiert am Dach. Ja. Und so gesehen haben wir dann die Möglichkeit, Reichweite zu generieren, aber auch eben irgendwelche Geräte, wie zum Beispiel unsere Kaffeemaschine zu betreiben im Kofferraum. Stimmt, ihr habt eine eingebaute Kaffeemaschine, die wäre dann Serie oder ist das Aufpreis? Das ist, glaube ich, Aufpreis, würde ich mal sagen. Ich glaube, die ist nicht inbegriffen als Geschenk. Schaut euch mal dieses Bild an. Was passiert wohl, wenn ich den Kopf wegbewege? Geiler Sonnenuntergang. Und diesen Sonnenuntergang haben wir hier jeden Abend. Ist das nicht einfach geil? Leute, es gibt weitere Good News hier von der Ladeinfrastruktur auf der Insel. Hier bei der Telekom, beim Fernsehturm, gibt es 2 Comfort Charge Ladestationen. Also insgesamt 4 Ladepunkte. Ich glaube, die haben 150 kW, wenn mich nicht alles täuscht. Steht zumindest steht keine Ladeleistung dran, aber wird wahrscheinlich 150 kW sein. Ja, das ist neu. Letztes Jahr gab es das hier noch nicht. Adresse ist übrigens Stephanstraße 14. Und es gibt noch mehr DC-Ladestationen hier auf Sylt und da fahren wir jetzt nochmal eben hin. Ja, und hier am Bahnweg 4, das reimt sich sogar, gibt es tatsächlich 3 neue Ladestationen mit je 2 Punkten, also insgesamt 6 Anschlüsse, 300 kW, also wahrscheinlich wird dann jeder 150 haben oder teilen die sich die Leistung, ich weiß es gar nicht. Aber wenn man alleine, das sind Alpitronics, also wenn man alleine lädt, sollte man die 300 kW kriegen können. Wer kann das schon laden, außer der neue Porsche Taycan? Aber 6 weitere Punkte hier auf der Insel, also ganz frisch, hier gibt es noch nicht mal Markierung auf dem Pflaster. Das ist richtig geil und Ladeinfrastruktur hier auf der Insel, also momentan die Ausbaugeschwindigkeit ist hier echt beeindruckend und da können sich mal andere touristische Gemeinden ein Beispiel dran nehmen. Hier in der alten Tonnenhalle und bei Gosch hier in List ist natürlich die Hölle los zu Pfingsten. Aber es ist eine schöne Stimmung, überall Straßenmusiker, es gibt einen Flohmarkt hier. Tonnen an Leuten, aber es macht einfach Spaß. Wetter ist natürlich schön, schön warm. Und wir lassen noch ein bisschen uns hier treiben und dann gehen wir natürlich noch mal ein bisschen an den Strand, damit Maila auch ihren Spaß hat.
abends waren wir dann im Restaurant Togau in Rantum, direkt am Campingplatz. Das hier sind übrigens Flying Singapore. Krosse Ente mit Nudeln an Thai Curry. Extrem lecker, kann ich nur empfehlen. Und dann natürlich abends in Wenningstedt wieder dieser wahnsinnige Sonnenuntergang. Hier in Westerland, direkt beim Schwimmbad, gibt es hier mittlerweile, ich glaube, 1, 2, 3 AC-Säulen mit je 2 Ladepunkten, also 6 Ladepunkte. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Slot bekommt, doch relativ groß. Heute haben wir es auch mal wieder geschafft und es ist Pfingstmontag, also quasi Hochsaison. Trotzdem hier 2 freie Ladepunkte, so muss das. Wir haben zwar noch 50% im Akku, aber wir wollen hier noch ein bisschen durch die Stadt schlendern. Und ihr wisst ja, steht er, dann lädt er. Und dann noch ein Tipp, wenn ihr einen super leckeren Burger essen wollt. Strandübergang Nummer 48, Captain Christian Straße, die Beachbox. Also in dieser Bude, da gibt es Burger, also hier ein Cheeseburger, den Luca gegessen hat. Es ist wirklich der Hammer. Leute, bestes Eis der Welt tatsächlich hier in Westerland. Wie heißt das hier? Via Romal, in der Pizzeria eigentlich. Und da gibt es eine kleine Eisdiele. Und ich sag euch, das ist Stracciatella, Kugel, man nennt es Kugel, 3 Euro. Also hast du echt eine volle Mahlzeit, sage ich euch. Mmh, voll sahnig. So lecker, absoluter Geheimtipp. Wisst ihr, was ich an Elektroautos noch so geil finde? Ich meine, das können ja so gut wie alle mittlerweile, nämlich die, die eine App haben, damit kann man das Auto vorklimatisieren. Gerade hier bei dem Wetter, da steht das Auto stundenlang auf dem Parkplatz, im Inneren sind 45 Grad und wir wollen gleich mit Meiler rein und weiterfahren. Ja, da drücke ich 5 Minuten vorher auf Klimatisieren, auf, keine Ahnung, 20 Grad und dann ist das Auto super gekühlt, wenn wir ankommen. Beim Tesla ist es so, das geht so einfach und vor allem so in Echtzeit. Also ich drücke hier im Prinzip auf Klima und dann schalte ich die Klimaanlage hier ein in der App. Und innerhalb derselben Sekunde, wo ich den Knopf drücke, da schaltet sich auch im Auto die Klimaanlage ein. Völlig egal, ob das Netz gut oder schlecht ist, das klappt immer. Ja, manche andere Hersteller haben da ein bisschen Probleme, wenn das Netz irgendwie nicht ganz optimal ist, dann funktioniert es manchmal gar nicht und endet mit einer Fehlermeldung oder es dauert Minuten, bis das irgendwie losgeht im Auto. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Auto ihr fahrt und ob das bei euch mit der Vorklimatisierung anstandslos klappt oder wenn nicht, was bei euch das Problem ist. So, auch der schönste Urlaub geht mal zu Ende. Ja, heute ist Dienstag, wir fahren wieder nach Hause. Wir haben es jetzt so gegen 20 vor 10. Wir hoffen, dass wir nicht so eine große Schlange vom Zug haben und erst recht keinen großen Stau auf der A7 Richtung Hamburg. Es ist immer noch strahlender Sonnenschein. Das wird eine recht warme Fahrt, vor allem für Meiler hinten, weil die Klimaanlage, die kommt nicht so richtig ganz bis hinten in den Kofferraum. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir haben ja die Scheiben auch folieren lassen. Das heißt, die Sonneneinstrahlung hinten ist deutlich gedimmt. Also ich glaube, über 85% gedimmt. Sollte eigentlich okay sein. Und Nasilla bringt noch ein bisschen Pfandglas weg hier bei Nissen in Rantum. Das ist ja der einzige Supermarkt, den es hier noch gibt. Gab es übrigens letztens eine Sendung im Fernsehen über, ich glaube, hinter den Kulissen von Sylt. Da war er quasi die Hauptfigur. Sehr interessant. Falls ihr das irgendwo in der Mediathek, ARD oder ZDF, ich weiß gar nicht mehr, findet, schaut es euch mal an. Wirklich spannend, was hier so hinter den Kulissen alles abgeht für die Touristen und wie die Leute hier schuften, damit wir uns einen schönen Urlaub machen können. So, jetzt geht's gleich los und dann stellen wir uns an die Schlange vom Autozug.
So, Leute, wir haben hier bis 98% vollgeladen, wirklich, weil wir so lange bei Burger King gestanden haben und dann bis wir unsere Sachen gegessen hatten. Ich meine, wir sind hier mit 67% oder so angekommen, also eigentlich hätten wir überhaupt nicht laden müssen, aber wir wollten halt Mittagspause machen, hatten Hunger und aus der Toilette rief. Und jetzt haben wir gesehen, dass kurz nach der Auffahrt hier ein Stau ist. Jetzt führt uns das Navi drumherum. Und fahren wir diesmal in die entgegengesetzte Richtung, wie wir normalerweise fahren. Interessant. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt im Laufe des Nachmittags irgendwann dann auch zu Hause ankommen. Navi prognostiziert, was haben wir denn? 16.50 Uhr. Das ist jetzt 14 Uhr haben wir es. Also wir fahren jetzt natürlich durch. Der Akku ist quasi randvoll. Und dann hoffen wir mal, dass wir im Elbtunnel dann gut durchkommen. Ja, das war unser Sylt-Trip zu Pfingsten dieses Jahr und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie uns. Also das Wetter, naja, ihr habt es gesehen, es war gigantisch. Sowas hat man echt selten. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ne? Macht's gut. Ciao.